Natürlich starten wir wieder in Warns, unserem Heimathafen. Nach der Schleuse Stavoren setzen wir beide Segel mit zwei Reffs und bei 4 bis 5 Beaufort erreichen wir zügig unser heutiges Ziel Enkhuizen. Wir legen uns längsseits Inspection an eine andere Bavaria. Den Rest des Nachmittags nutzen wir für einen kurzen Stadtrundgang. Am nächsten Tag wollen wir quer übers Eiselmeer nach Urk. Wir starten bei aufgelockerter Bewölkung. Der achterliche Wind drückt uns mit 5 bis 6 Beaufort mit südöstlichem Kurs auf die andere Seite. Schon bald kommt uns eine dichte Regenwand näher und ich präpariere mich vorsorglich schon mit Ölzeug und Stiefel. Tatsächlich holt uns die Regenfront dann doch noch vor Urk ein. Mittag scheint aber wieder die Sonne. Nach dem obligatorischen Anleger gehen wir in die Stadt und brauchen was Süßes für unsere Seele. Wir haben Glück, der Leuchtturm hat heute geöffnet und gegen ein kleines Entgelt steigen Martin und ich auf die Aussichtsplattform. Nachdem ich oben ankomme und einen Blick nach unten werfe, schlottern mir die Knie. Die Höhe ist nichts für mich. Aber die Aussicht ist sensationell. Der Turm ist 18,50 Meter hoch und da er auf einem Hügel steht, befindet sich sein Leuchtfeuer in einer Höhe von 27 Meter. Bei der heutigen klaren Sicht können wir bis rüber nach Enkhuizen sehen. Wieder kräftige Schauern und am Abend auch ein kräftiges Gewitter. Ich versuche, einen Blitz mit der Kamera festzuhalten. Heute ist Samstag.
geht weiter von Burg nach Lemmer. Der Wind weht wieder mit 4 bis 5 Parfor aus West. Und wieder werden wir von einer Gewitterwolke gejagt. Zum Glück zieht sie knapp an uns vorbei und wir erreichen trocken den Hafen. Heute ist eine Regatta mit Plattbodenschiffen vor Lemmer und am frühen Abend werden die Gewinner ausgelassen gefeiert. Sonntag geht's durch Frieslands Kanäle nach Hindelopen. Bei herrlichem Sonnenschein kommen wir vorbei an Sloten und Woutsend. Und nach 5 Stunden erreichen wir unser Tagesziel. Im kleinen Stadthafen ist wenig los und wir können sogar längsseits am Steg festmachen. Ist mit seinen malerischen alten Häusern und Grachten heute eine Museumsstadt und bei einem Rundgang entdeckt man eine Vielzahl von Fotomotiven. Hindelopen ist immer einen Abstecher wert. Am letzten Tag fahren wir dann größtenteils unter Motor über die Kanäle wieder zurück nach Warns.